Ich wollte euch ein kurzes Update geben dazu, was tatsächlich im Gericht gerade passiert. Und es ist leider alles nicht so spannend, wie man sich das erhofft. Und zwar vernimmt das Gericht ja schon seit einer ganzen Weile den ersten Zeugen, einen der mutmaßlichen Vergewaltiger in diesem Park ist. Ich persönlich war überrascht, als ich gehört habe, dass die Verhandlung bis 6 Uhr angesetzt ist. Das habe ich irgendwann letzte Woche erfahren und ich war überrascht, dass so viele Zeugen gehört werden sollten. Weil nach meiner Einschätzung das Allerentscheidendste, also das meine Einschätzung der Fall, steht und fällt mit der Frage, ob man Frau Lofink nachweisen kann, dass sie wusste, also dass sie positiv wusste, dass es keine Straftat gab. Und ich komme zu dem Ergebnis, dass das wahrscheinlich nicht passieren kann. Also der Grundsatz in dubio pro reo, der mit auch zum Freispruch der mutmaßlichen Täter geführt hat, der muss auch zu ihren Gunsten gelten. Und sie ging ja glaubhaft davon aus, dass ihr eine Straftat widerfahren ist. So eine Vermutung ist nachvollziehbar, wenn man dieses Video gesehen hat. Also ich habe das Video natürlich nicht gesehen, aber wenn man sich vorstellt, dass man selbst ein Video sieht, in dem sexuelle Handlungen an einem selbst vorgenommen werden, man selbst neben der Spur aussieht und nein oder hör auf sagt, dann kann man doch davon ausgehen, dass eventuell eine Straftat vorliegt und sie sich nicht erinnert, genau. Und dann kann man sich ja wohl schutzsuchend an die Behörden wenden. Das heißt, es muss zumindest ein dubio pro reo auch für Frau Lofink ein Freispruch drin sein, mindestens. Und zugleich führt uns das natürlich vor die Bredouille, dass wir alle hier natürlich nicht nur für die Sache, für das Thema eintreten, sondern eben auch für Frau Gina Lisa Lofink als Menschen. Und wir wollen, dass sie weiß, dass sie, während sie drin den Kampf kämpft, wir hier draußen mit ihr sind. Und dass sie, auch wenn sie rauskommt, sieht, dass wir nicht noch alle abgedüst sind, was anderes jetzt machen. Ich weiß, es ist eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung für uns alle, so lange hier auszuharren. Und deswegen möchte ich euch alle bitten, möglichst viel Sitzfleisch zu haben, gutes Durchhaltevermögen und hier noch ein paar weitere Stunden. Ich glaube, wir haben jetzt etwa 12:30 oder so, also bis 16 Uhr ist die Verhandlung angesetzt. Das ist noch eine ganze Weile, aber wir wollen euch zwischendurch immer mal wieder Updates bringen und hoffen, dass wir hier alle bis Schluss, soweit wir alle eben können, das machen. Wir haben jetzt tatsächlich noch eine Rednerin, also das versüßt uns ein bisschen das Warten. Und zwar will Minerva zu uns sprechen. Hi. Ich habe überhaupt gar nichts vorbereitet und war auch eigentlich gestern noch der Meinung, dass ich nicht herkomme, weil ich eigentlich woanders sein musste. Lag bis 4 Uhr wach und wurde vorhin gefragt, ob ich es wirklich packe, herzukommen. Und für mich war eher die Sache, dass ich es nicht packen würde, nicht hier zu sein. Weil ich nicht damit klarkommen würde, darüber nachzudenken, dass hier Leute sitzen, die genauso wie ich und genauso wie Gina Lisa Lofink einfach darüber nachdenken müssen und 2016 immer noch auf die Straße gehen müssen, immer noch demonstrieren müssen dafür, dass ihnen geglaubt wird, dafür, dass dieser Rechtsstaat funktioniert. Viele von uns sind selbst Opfer sexualisierter Gewalt oder kennen Leute. Die meisten meiner Freundinnen, und das ist keine Übertreibung, sind Opfer sexualisierter Gewalt. Und das kann nicht sein. Und die wenigsten davon haben es irgendwann gemeldet, weil sie Angst hatten, dass genau das passiert, was drinnen passiert. Es ist ein Seelenstriptease, es ist eine Stigmatisierung, die damit einhergeht, zu sagen, ich bin Opfer sexualisierter Gewalt, zu sagen, ich bin Opfer. Denn in erster Linie, um darüber urteilen zu können, um eine Verurteilung zu erwirken, ist es nicht, ich bin Überlebende, sondern ich bin Opfer. Wir müssen uns selbst in diese Position begeben, was niemand freiwillig macht und niemand aus Spaß macht. Und es gibt Legitimierungen oder Legitimierungsversuche. Es ist, ja, aber ihr Lebenswandel. In den Medien wird Gina Lisa Lofink als Luder bezeichnet, weil es netter klingt als Schlampe. Was ist das? Ist das eine Frau, die gerne Sex hat oder die vielleicht einfach offen mit ihrer Sexualität umgeht oder der das zugesprochen wird, dadurch, wie sie aussieht? Hat sie weniger das Recht auf körperliche Unversehrtheit? Nein, hat sie nicht. Hat sie auf keinen Fall und dafür stehen wir hier.
Es kann nicht sein, dass die Täter oder auch Täterinnen in Schutz genommen werden. Es kann nicht sein, dass gesagt wird, oh, hast du Alkohol getrunken? Wie kurz war dein Rock? Was hattest du an? Hast du es provoziert? Es kann nicht sein, dass das Sexualstrafrecht nicht auf der Seite der Opfer ist. Es kann nicht sein, dass ein Nein nicht genügt. Es kann nicht sein, dass wir uns wehren müssen mit Tritten, weglaufen, schlagen, schreien. Das können wir nicht immer. Für die meisten von uns, besonders die, die als Frauen gelesen werden, ist sexualisierte Gewalt Alltag. Ob es verbal ist, ob es körperlich ist, ob es Leute sind, die uns hinterherrufen und hinterherpfeifen und Dinge schreien, die wir uns alle vorstellen können, die ich nicht reproduzieren muss. Sich uns in den Weg stellen, in die Taille fassen, uns an den Arsch fassen und sagen, hey, mach doch nicht die Stimmung kaputt, sei nicht so zickig. Mit anderen machst du es doch auch. Es kann nicht sein, dass wir uns dafür rechtfertigen müssen. Es kann nicht sein, dass Frauen, die sie selbst sein wollen, die sie selbst sind, dass Frauen, die Sex haben, dass Frauen, die auch Sex für Geld haben, dass Frauen, die so aussehen, wie sich irgendwelche Leute Frauen vorstellen, die gerne viel Sex haben, stigmatisiert werden und nie die Opfer sein können und nie die Überlebenden sein können, sondern dass Leute da drin sitzen und sich damit auseinandersetzen müssen, auf einmal zu Täterinnen zu werden, weil sie sich wehren wollten. Es kann nicht sein, dass wir hier immer noch sitzen. Sein, dass wir hier immer noch sitzen und ich bin euch wahnsinnig dankbar, dass hier so viele sitzen und immer noch dagegen demonstrieren müssen, immer noch nicht die Gewissheit haben, dass das Recht auf unserer Seite ist, wenn wir das melden. Es kann nicht sein, dass wir Angst haben müssen, nicht nur in unserem sozialen Umfeld, weil wir verurteilt werden können, sondern selbst vor Gericht Angst haben müssen, davor zu sprechen. Ich fühle mich ohnmächtig in dem Moment, in dem ich darüber nachdenke, dass es ein Video gibt, dass Leute Nein sagen, dass Leute zur Polizei gehen und dass ihnen nicht geglaubt wird. Dass die Medien ausnahmslos von vermeintlicher Vergewaltigung sprechen, wenn überhaupt, wenn sie nicht nur von einem Sexvideo sprechen. Und ich muss sagen, ich bin zu wütend für Ohnmacht. Ich bin zu wütend, das über mich ergehen zu lassen. Ich bin genauso wie ihr alle zu wütend, zu Hause zu sitzen und mir Gedanken zu machen, ach, hoffentlich kommt sie frei, weil das nicht alles ist. Ich hoffe inständig, dass das Recht einfach auf ihrer Seite ist, natürlich wie wir alle. Aber es ist nicht nur sie, es sind wir alle. Es sind unsere Freundinnen, unsere Mütter, unsere Schwester und es sind auch unsere Freunde und unsere alle Menschen um uns rum. Es sind alle Menschen, denen das passiert und wir könnten alle genauso da sitzen. Wir könnten alle das Gleiche erfahren. Und es macht mir Angst, es macht mir verdammte Angst, dass wir diese Diskussion immer noch haben. Und ich hoffe, dass es einfach irgendwann nicht mehr notwendig ist. Und es macht mich wütend zu sehen, dass es nicht absehbar ist, wann das nicht mehr notwendig ist, dass wir hier sitzen, dass wir dafür demonstrieren müssen. Ich hasse es, dass uns gesagt wird, wir sind alle gleich viel wert. Und dass dann eine Frau da drin sitzen muss und sich rechtfertigen muss dafür, dass ihr Gewalt angetan wurde und dafür, dass sie die Leute einfach anzeigt, dass sie darüber spricht und dass sie die Leute einfach outcallt, was auch immer das deutsche Wort dafür ist. Ja. Aber dass sie es tut. Und ich möchte sagen, dass ich wahnsinnig stolz bin auf jede einzelne Person, die hier sitzt und auf jede einzelne Person, die das mitmacht und die das Bangen da drin mitmacht und die auch jede Rede hier mitmacht, die wehtut und die einfach bis ans Mark geht und dass Leute hier sitzen und auch stehen und weinen und das zulassen und nicht versuchen, es irgendwie wegzureden oder nur darüber zu reden, dass wir stark sein müssen, sondern auch einfach zugeben, dass es ein fucking Problem ist und dass es uns einfach fucking an Mark und Knochen geht. Und ich bin genauso mit Bauchschmerzen hergefahren und ich finde es wunderschön, dass so viele Leute hier sitzen und dass wir das gemeinsam ausharren und dass wir füreinander da sein können und dass wir für Tina Lisa da sein können. Und, ja. Ich danke euch vielmals.
und würde es super schön finden, wenn vielleicht noch mehr Leute was erzählen könnten, die auch nichts vorbereitet haben. Weil ich glaube, das Schlimme ist, dass fast alle, die hier sitzen, was dazu zu sagen haben. Das Schlimme ist, dass wir in so einer großen Gruppe sitzen und wissen, dass wir alle nicht hier sind, weil wir ein Fan sind oder weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern weil es uns alle betrifft. Und egal wie der Fall ausgehen wird, es wird uns auch noch weiter betreffen. Und deshalb bin ich froh, dass wir in der Gruppe sind und uns dagegen einsetzen können, zusammen stark sein können. Und danke euch allen, dass ihr hier seid.